in der ersten Gruppe natürlich die etwas schwächeren Springer. Aber da sind auch schon einige bei, von denen man gute Leistungen erwarten darf. So beispielsweise von Alexander Pointner, der sicherlich in vielen Nationalmannschaften einen Stammplatz hätte, nicht aber in Österreich, ob der großen Konkurrenz. Oh, eigentlich sah das gar nicht so aus, er kam gut vom Tisch weg, aber da hat ihn der Rückenwind offenbar ein bisschen sehr hinuntergedrückt. Wir werden das gleich sicherlich in der Zeitlupe noch besser verfolgen können. Ein Helfer löst sofort die Ski. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man noch die alte Bindung springt. Bei der neueren Bindung, das wissen Sie, meine Damen und Herren, da gibt es ja statt des Kabelzugs einen Auslöse-Drehteller, wie beispielsweise bei den Alpinski. Der hat jetzt sicher einen Schock davon getragen. Natürlich nicht mehr dabei im zweiten Durchgang und hoffentlich hat er sich... Das sieht eigentlich nicht sonderlich schlimm aus, denn man spürt deutlich, dass da der Springer noch reagiert, versucht, den Hang sauber hinunter zu rutschen. Wenn überhaupt, dann war das Problem in diesem Fall, dass eben der Ski immer noch via Bindung mit seinem Schuh und damit mit dem Körper verbunden war. Das genau versucht man ja jetzt durch die neue Sicherheitsbindung zu lösen. Eine Sicherheitsbindung, die mittlerweile von knapp 50% der Springern benutzt wird. Manch einer hat sich noch nicht zum Umstieg entscheiden können. Pointner wird es wahrscheinlich spätestens nach diesem Sturz tun. Noch einmal die Flugphase. Hier kommt er ins Rudern. Da drückt er auf den Ski, sie fallen praktisch vor ihm weg. Und dann natürlich ungünstig für ihn, dass er praktisch mit dem Körper zuerst mit etwa, na sagen wir, 70 Stundenkilometern den Hang hinunterrutscht. Aber Sie sehen, der Schock war größer als die sportliche Verletzung. Gestern hat schon Werner Schuster, sein Teamkamerad aus dem kleinen Walsertal, auch einen Sturz hier gehabt, der aber auch glimpflich abging. Skispringen ist und bleibt eine relativ gefährliche Sportart, aber für diejenigen, die den Sport beherrschen, ist im wahrsten Sinne des Wortes heute jede Schanze bei normalen Bedingungen, Witterungsbedingungen, beherrschbar. Keine Verkürzung übrigens gegenüber dem Probedurchgang hier, was den anderen